Hey, Jim von Support, und heute haben wir das Wireless Accessory Kit von Wacom für das Bamboo Pen & Touch. Wir können mal reinschauen, was da drin ist. Also das ist die Verpackung. Damit könnt ihr auf jeden Fall euer Pen & Touch mit eurem Rechner über eine drahtlose Verbindung verbinden. Das heißt, das wäre dann sowas wie die Funkmäuse, die ihr zu Hause vielleicht schon habt. So in dieser Richtung, in dieser Technik ist das wahrscheinlich. Reingeschaut. Das ist recht einfach. Wie öffnet das? Hier haben wir hier einen Akku für das Pen & Touch. Das heißt, wenn ja keine USB-Verbindung zustande kommen kann, wird das Ganze über den Akku betrieben. Und dann haben wir daneben noch den Sender, der in das Pen & Touch eingeschoben wird, was wir auch gleich noch machen werden. Und zu guter Letzt noch den Empfänger für euren Rechner, euer Notebook oder euer Mac. Das ist der hier. Wenn wir mal eine Pen & Touch nehmen, haben wir hier für euch das Pen & Touch. Hat mir in einem anderen Video schon mal angeboxt und auch mal getestet für euch. Das heißt, ihr dreht es einfach mal um, habt hier hinten ein Geheimfach, einmal reindrücken, rausziehen, Fach, und könnt nun den Akku nehmen, einfach aus der Tüte raus. Und ihr seht diese Stifte hier und diese Fläche hier. Das heißt, ihr verbindet das Pen & Touch mit dieser Fläche. Das geht ganz gut rein, ist reingesnappt selbst. Und dann haben wir, wenn wir dieses Stückchen rausnehmen, das ist eine kleine Schutzhülle, die hier raus zeigt, damit man weiß, hier könnte man eine Wireless-Verbindung einsetzen. Das heißt, ihr zieht sie einfach raus. Habt hier den Sender mit einem Einschaltknopf und einer Akkuanzeige. Den steckt ihr. Ihr seht hier so diesen kleinen Anschluss, den ihr mit dem verbinden könnt. Hier rein, direkt rein und zack, ist es drin. Genau. Nun könnt ihr das Ganze schließen, indem ihr einfach den Deckel nochmal auflegt, zuklappen lässt. Und nun ist es schon wireless-fähig. Das heißt, jetzt könnt ihr nur noch den Empfänger in euren Rechner einsetzen und wenn ihr jetzt auf die An-Taste drückt, seht ihr, es leuchtet da schon. Das heißt, er kennt ihn auch schon und wäre bereit, ihn über eine kabellose Verbindung mit dem Rechner nutzen zu können. Genau, das war es mal zu dem Wireless Kit von Wacom für das Bamboo Pen & Touch. Schaut einfach in unser Kanal hinein. Wir haben da noch mehrere Videos zum Bamboo Pen & Touch und noch andere Videos zu anderen Produkten, die wir für euch getestet haben. Einfach mal reinschauen und vielleicht auch kommentieren, wenn ihr da noch Fragen habt. Wir helfen euch gerne weiter. Schaut einfach nochmal in den Kanal, wie gesagt, und wir wünschen uns ansonsten noch viel Spaß. Ciao!